Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch eine Möglichkeit vorstellen, wie ihr eure Maschine relativ kostengünstig einhausen könnt, da die Maschine an sich ja auch schon ein paar Euro kostet. Um die Einhausung bauen zu können, habe ich mir 3030er Aluprofil bestellt. Dieses ist der B-Typ und hat eine 8er Nutbreite. Das Profil habe ich mir in 2 Meter Längen bei Motedis bestellt. Die haben da sogenannte Maker Packs. In diesen Maker Packs ist der Meterpreis deutlich günstiger, als wenn ich einen Zuschnitt bei Motedis bestellt hätte. Dementsprechend werden die Profile auch in 2 Meter Längen geliefert, beziehungsweise 1,98 Meter. Aus diesen Profilen werde ich mir dann den Rahmen für die Einhausung zusammenbauen. Als Verkleidungsmaterial habe ich mich hier für beschichtetes Multiplex entschieden. Die Platten sind 9,5 mm stark und sind beidseitig mit PVC beschichtet. Die genaue Beschreibung des Herstellers ist hier Flightcase Multiplex. Um den eigentlichen Grundrahmen aufzubauen, schneide ich mir die Profile jetzt erstmal passend zu. Da die Kappumgärungssäge, die ich benutze, keine Drehzahlregelung hat, empfiehlt es sich, das Sägeblatt beim Schneiden etwas zu schmieren. Ich verwende dazu Ballistol Multiöl. Das gebe ich dann während des Schnitts einfach ab und an mal ans Sägeblatt. Nachdem die Profile zugeschnitten sind, erhalte ich dann folgende Längen. 5 x 1,12 m, 4 x 0,9 m, 4 x 0,885 m und 4 x 0,84 m. Die Profile, die 1,12 m und 0,9 m lang sind, bilden die seitlichen Rahmenteile. Die Profile mit den 88,5 cm bilden dann die Verbindung auf der kurzen Seite der Einhausung. Und die Profile, die 84 cm lang sind, werden als Verschrebung genutzt. Hier wird jeweils eins pro Seite etwa mittig platziert. Zuerst baue ich mir jetzt die beiden seitlichen Rahmenteile zusammen. Heißt einmal für die linke Seite der Fräse und der rechten Seite der Fräse. Entlang der Y-Achse. Dazu verwende ich die 4 Profile, die 1120 mm lang sind und 4 Profile, die 900 mm lang sind. Verbunden wird das Ganze mit den typischen Eckwinkeln und Flachrundkopfschrauben in einem 5x12. Um die Schrauben in der Nut fixieren zu können, verwende ich Hammermuttern Nut 8M5. Um die Ecken jetzt genau ausrichten zu können, kommt ein Anschlagwinkel zum Einsatz. Bei den beiden seitlichen Rahmenteilen habe ich jetzt zusätzlich in der Mitte noch eine Querstrebe eingebaut. Diese soll für zusätzliche Stabilität sorgen. Im nächsten Schritt bringe ich dann die Profile an, die 885 mm lang sind. Hiervon kommt je eins in jede Ecke und bildet so die Verbindung zur anderen Seite des Rahmens.
Nachdem der Rahmen nun vollständig zusammengebaut ist, habe ich ihn einmal über die Fräse gestellt, damit ihr mal ein Bild davon bekommt, wie das Ganze später aussehen wird. Im vorderen Bereich, das heißt in diesem Bereich hier und in diesem Bereich, wird jeweils eine Tür eingesetzt, damit mich beim Arbeiten an der Fräse dieses Profil nicht stört. Gibt es da eine besondere Verbindungsmöglichkeit. Das sind sogenannte Würfelverbinder. Dazu werde ich das vordere Profil herausnehmen und oben und unten in die Ecken jeweils diese beiden Verbinder einsetzen, sodass ich entspannt in der Einhausung an der Fräse arbeiten kann. Die Würfelverbinder haben hier solche Nasen. Diese rasten dann an den Außenkanten der Nuten ein. Und dann können Sie ganz einfach mit einer M8er Schraube im Profil befestigt werden. Wenn die Schrauben dann angezogen sind, können anschließend diese Abdeckkappen hier auf den Löchern angebracht werden, sodass ich dort keinen Staub und Dreck sammeln kann. Nachdem der Rahmen nun fertig ist, können wir uns um den Zuschnitt der Platten für die Einhausung kümmern. Da ich weder den Luxus einer so großen Werkbank im Maße der Platten oder eine Führungsschiene für die Handkreissäge habe, habe ich mir jetzt einfach mit ein paar Latten beholfen, die unter der Platte liegen. Und obendrauf habe ich eine Schiene gespannt, die mir als Führung für die Handkreissäge dient. Zusätzlich habe ich mir die Schnittkanten noch mit etwas Kreppern abgeklebt und wenn ich dieses jetzt löse, habe ich hier eine super scharfe Kante ohne irgendeinen einzigen Ausriss an der PVC-Beschichtung. Nachdem nun alle Platten erfolgreich zugeschnitten wurden, habe ich mir mit Hilfe eines Streichmaßes umlaufend um die Platte einen gleichmäßigen Abstand angezeichnet. Das ist übrigens 3D gedruckt und gibt es bei Thingiverse. Zwischen den einzelnen Kreuzungspunkten habe ich mir dann den Abstand ausgemessen und nochmal ein gleichmäßiges Maß ermittelt, wo ich später dann die Schrauben zur Befestigung durchstecke. Damit ich das Loch hier hinterher besser sehe, habe ich es mir zusätzlich nochmal angekörnt. Da ich leider nur einen schwarzen Edding zur Verfügung habe und schwarz auf schwarz sieht man ja bekanntlich sehr schlecht. Als Schrauben nehme ich hier Senkkopfschrauben in einem 5x16 zur Hand. Diese sind auch passend zu den Nutensteinen bzw. Hammermuttern, die wir vorher schon beim Zusammenbau des Rahmens verwendet haben. Damit werden die Platten dann später am Rahmen fixiert. Das heißt, ich bohre jetzt erstmal alle Platten und werde dann von der anderen Seite, also von der eigentlichen Sichtseite, nochmal eine Senkung anbringen, sodass die Schraubenköpfe plan aufliegen. Beim Bohren dieser Platten sollte ich übrigens einen Holzbohrer verwenden, da diese beschichtet sind und ein Holzbohrer erst den äußeren Rand des Bohrloches schneidet und somit ein Ausriss der Beschichtung vermieden wird. Wie sagt man von der rechten Seite, habe ich, bevor ich den Rahmen um die Fräse gestellt habe, schon mal befestigt, weil ich sonst die Schrauben nicht mehr erreichen kann. Die Kabel, die zur Fräse führen, habe ich hier auch über das Profil gelegt. Dazu habe ich die beiden Eckwinkel entfernt und das Kabel dann zwischen den Profilen hindurchgeführt. An der Platte für die Rückwand ist hier unten ein Ausschnitt entstanden. Dazu habe ich mit dieser Lochsäge zuerst ein Loch hier reingebohrt,
und dann den Rest vom eigentlichen Kreis mit einer Metallsäge ausgeschnitten. Die Metallsäge habe ich gewählt, da diese ein sehr feines Blatt hat und ich so gefahrlos die Beschichtung schneiden kann, ohne dass diese ausbricht. Beim Bohren habe ich übrigens von beiden Seiten gebohrt, das heißt erst von dieser Seite bis zur halben Plattenstärke hinein, dann die Platte umgedreht und das gleiche von der anderen Seite. Auch so reißt die Beschichtung nicht aus, da der Kreisschneider nicht ruckartig austreten kann. Hier jetzt einmal der aktuelle Zwischenstand. Mittlerweile sind alle Seiten außen verkleidet. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die beiden Türen. Für die Türen habe ich bereits schon die Scharniere angebracht. Diese sind hier außen befestigt und die beiden ersten Schrauben, sprich die beiden hier, greifen durch die Holzplatte durch, direkt an das Profil, sodass die Scharniere auch ausreichend Stabilität bieten, um die Türen zu tragen. Das Ganze habe ich natürlich auch auf der anderen Seite genauso schon mal vorbereitet. Für die beiden vorderen Türen werde ich mir aus den beiden zugeschnittenen Platten jetzt zuerst einen Rahmen herstellen. Dazu lasse ich auf jeder Seite 10 cm vom Rand stehen und werde den Mittelteil ausschneiden. Später wird dann hier von hinten eine Plexiglasplatte gegengeschraubt. So kann ich jederzeit während der Fräseoperation zuschauen, ohne Angst zu haben, dass ich einen Fräser ohne Späne ins Gesicht bekomme. In den vier Ecken bohre ich mir jetzt zuerst mit dem Kreisschneider hier jeweils ein Loch, um an der Kante eine schöne Rundung zu erhalten. Im Anschluss daran werde ich dann den Rest mit der Tauchsäge ausschneiden. Auch hierbei bohre ich erst nur eine Seite vor, sodass ich ungefähr die halbe Materialstärke abtrage, drehe das Brett dann um und bohre von der anderen Seite. So ist es möglich, komplett ausrissfrei das Loch zu bohren. Wie man hier jetzt sehen kann, ist die Kante absolut scharf und weder gesplittert noch sonst irgendwie habe ich die oberflächliche Beschichtung beschädigt. Auf der anderen Seite sieht das Ganze genauso aus. Damit die Schnittkanten nicht ausbrechen, habe ich mir in dem Bereich, wo das Sägeblatt herläuft, jetzt alles nochmal abgeklebt, um die Beschichtung vor Ausriss zu schützen. Nach dem Ausschneiden der inneren Teile und etwas Nacharbeiten der Überstände mit der Feile sieht das Ganze etwa so aus. Leider habe ich hier trotz Abkleben ein wenig Ausriss gehabt, was mich aber erstmal nicht weiter stört. Im nächsten Schritt werde ich jetzt von hinten die Plexiglasscheiben an die Holzplatten anbringen. Um die Plexiglasscheiben am Rahmen zu befestigen, habe ich mir hier zuerst Klebeband aufgeklebt, um einen gleichmäßigen Abstand von den Kanten anzuzeichnen. Und dazwischen habe ich mir dann ein gleichmäßiges Lochmaß ermittelt. Jetzt bohre ich zuerst mit einem 3 mm Bohrer die Holzplatte und im Anschluss daran lege ich die Plexiglasplatte unter, bohre diese an 2 oder 3 Punkten an, sodass ich die am Holz befestigen kann und bohre die Löcher dann durch. Die erste Tür ist jetzt fertig und steht hier noch lose am Rahmen angelehnt. Hier sieht man die einzelnen Schrauben, die ich gesetzt habe. Ich habe hier einen sehr dichten Schraubenabstand gewählt, da ich hier an der Kante vom Holz nur sehr wenig Fleisch habe. So erhoffe ich mir, dass ich hier keinen Ausriss an den einzelnen Schraubenlöchern bekomme. Zum Vorbohren der Holzplatte für die Löcher der Scharniere habe ich mir unten ein Stahlmaßband untergelegt. So habe ich von der Unterkante circa 1 mm Abstand und die Tür schleift dann hinterher nicht, wenn ich die Löcher gebohrt habe. Jetzt kann ich hier einfach mit einem 5 mm Bohrer in die Scharniere hineingehen und diese als Führung zum Bohren der Löcher nutzen. Der aktuelle Stand der Einhausung sieht jetzt etwa so aus. Mittlerweile ist auch die zweite Plexiglasscheibe angebracht, beziehungsweise ist ja Polycarbonat. Außerdem habe ich mit dem 3D-Drucker noch zwei Handgriffe ausgedruckt. Die Türen sind hier mit einem Magneten oben und einem Magneten unten gesichert. Und wenn ich sie zumache, schließen sie vernünftig und bleiben dabei auch vernünftig zu. Auf den Innenseiten der Türen habe ich an den Scharnieren noch ein Stück Polycarbonat eingesetzt und dort die Schrauben durchgesteckt als Lastverteilung. Dadurch erhoffe ich mir eine längere Haltbarkeit der Türen, da diese Platte ja nur sehr dünn ist. Wenn jetzt beide Türen geöffnet sind, habe ich wunderbar Platz und komme von beiden Seiten gut an die Maschine dran, ohne dass mich irgendein lästiger Querholm stören würde. Ausreichend stabil ist diese Ecke hier auch. Da hier oben ja sowieso eigentlich nichts drauf liegen soll, kann das auch ohne Unterstützung hier so stehen bleiben. Damit ich der Fräse während der Arbeit zuschauen kann, habe ich mir zusätzlich noch zwei LED-Röhren in die Decke eingebaut. Die Röhren haben jeweils 10 Watt Leistung
und diese kann ich dann separat über einen Lichtschalter ganz einfach ansteuern. Wie ihr hier jetzt erkennen könnt, kann ich auch im geschlossenen Zustand der Fräse wunderbar bei der Arbeit zuschauen und muss mich nicht mehr in Gefahr begeben, so wie vorher. Falls euch wundert, dass schon diverse Kratzer in den Polycarbonatplatten sind, diese sind gebraucht und haben natürlich durch die Lagerung einige kleine Blessuren abbekommen. Da Polycarbonat aber relativ teuer ist und ich diese Platten damals mal geschenkt bekommen habe, habe ich sie hier trotzdem verwendet. Außerdem werden die Scheiben irgendwann sowieso blind, sobald Aluspäne dagegen fliegen. Im nächsten Video zeige ich euch eine Möglichkeit, wie ihr über dieses Gehäuse eine Absaugung für Holzspäne an der Spindel integrieren könnt. Bis dahin bleibt mir gewogen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben, vergesst auch nicht den Kanal zu abonnieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.